Hurra! Zweites Video diese Woche. In diesem beschäftige ich mich mit der Frage, inwiefern 1CP-LSD ein neuer legaler Satz für LSD ist. Ich habe ja vor ein paar Monaten ein Video gemacht, in dem ich ankündige, dass damals noch legale Substanzen wie AL-LAD, ETLAT und 1PLSD verboten werden, indem man sie ins neue psychoaktive Substanzengesetz aufnimmt. Ständig werde ich gefragt, ob das schon in Kraft ist, und ja, das Gesetz ist seit dem 18.07.2019 in Kraft. Obwohl alle Experten immer wieder sagen, dass solche Erweiterungen des NPSG sinnlos sind, weil es in kurzer Zeit sowieso Ersatzstoffe geben wird, die nicht unter das Gesetz fallen, aber viel weniger erforscht sind, setzt die Regierung wie ein Hund, der denkt, er könnte ein Auto fangen, immer wieder neue Substanzen auf die Liste. Ich bin ein Hund, der Autos nachjagt. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich eins erwische. Verstehst du, ich tue die Dinge einfach. Genau wie es jeder logisch denkende Mensch vorhergesagt hat, gibt es jetzt scheinbar einen legalen 1P-LSD-Ersatz, der sich 1CP-LSD nennt. Genau wie man es bei 1P-LSD vermutet hat, vermutet man auch bei 1CP-LSD, dass es sich um eine Prodrug zu LSD handelt, also dass die Droge im Körper zum normalen, illegalen LSD umgewandelt wird. Lasst die Flüchtlinge rein, kein Mensch ist illegal. Doch, wenn ein Mensch eine Prodrug zu einer Substanz nimmt, die sich dann im Körper zu einer illegalen umwandelt. Ach so, das bedeutet also, Flüchtlinge sind verboten, weil sie eine illegale Droge sind? Ja genau, ist doch logisch. Keine Angst, das war der einzige dumme Gag in diesem Video. Ich habe die Kraft meiner Reichweite genutzt, um in einer Umfrage mehr über die Substanz 1CP-LSD und die Ähnlichkeiten zu LSD erfahren. Bereits an die 7% der Befragten haben scheinbar schon 1CP-LSD probiert, im Vergleich zu 31%, die 1P-LSD probiert haben. 37% davon fanden ihren 1CP-LSD-Trip wunderbar und 7% grauenhaft. Man hat laut diesen Zahlen eine nicht ganz so beruhigende Chance von ca. 1 zu 6, dass man die Erfahrung nicht mögen wird. 40% glauben, dass es sich bei 1CP-LSD um eine Prodrug zu LSD handelt, 37% sind sich nicht sicher und 22% sagen, dass es keine Prodrug ist. Bei 1PLSD waren mit 61% deutlich mehr Menschen der Meinung, dass 1PLSD eine Prodrug zu LSD ist. Wobei man sich im Fall von 1PLSD inzwischen zu 100% sicher sein kann, dass es zu LSD umgewandelt wird, weil Forscher nach 1PLSD-Konsum schon richtiges LSD im Urin nachweisen konnten. Das konnten sie auch für die Substanzen 1B-LSD und ALD-52. Also das sind auch dann sicher Prodrugs zu LSD. Es ist natürlich unmöglich, mit so einer Umfrage eine sichere Antwort auf die Prodrug-Frage zu geben. Erst recht, weil selbst wenn man deutliche Unterschiede zwischen den Substanzen erkennt, das nicht ausschließt, dass es sich um Prodrugs handelt. Codein ist sicher eine Prodrug von Morphin und trotzdem ist der Rausch nicht identisch. Die Umfragewerte sagen jedenfalls definitiv aus, dass selbst wenn keine Umwandlung zu LSD stattfindet, die Wirkungen von diesen Substanzen für die meisten Menschen zum Verwechseln ähnlich sind. Dann habe ich das Internet noch nach jedem 1CP-LSD-Erfahrungsbericht durchforstet, um da zu schauen, ob da noch irgendwelche Auffälligkeiten berichtet wurden. Eine Sache, die ich vermehrt las, war, dass es stärker und potenter sein soll als das normale LSD. Und erst recht als das 1PLSD. Also scheinbar braucht man eine kleinere Menge für einen entsprechend gleich starken Rausch. Ich las auch von anderen Unterschieden zu LSD, wie dass das Comop kürzer war, aber das waren immer nur Sachen, die ich immer nur von einer Person gelesen habe, sodass das Setting oder die Individualität des Trippers für diesen Unterschied gesorgt haben könnten. Neben der Prodrug-Frage gibt es aber noch eine andere essentielle Frage. Ist 1CP-LSD überhaupt wirklich legal? Auf Facebook habe ich nämlich mit Leuten geschrieben, die der Meinung waren, dass 1CP-LSD auch in die Substanzgruppe fallen müsste, die man verboten hat, um 1P-LSD zu illegalisieren. Abonniert meinen Telegram-Newsletter für Updates zu dieser Frage. Ich werde 1CP-LSD demnächst sicher nicht probieren, weil es noch viel zu neu und unerforscht ist, und daher rate ich euch ebenfalls strengstens davon ab. Bei 1PLSD habe ich mich auch erst getraut, es zu probieren, Jahre nachdem es populär wurde und es in den ersten Jahren keine krassen, unerwarteten Zwischenfälle mit der Substanz gab. Da 1CP-LSD so neu ist, dass das einzige, was man über die Substanz weiß, dass der Rausch sehr ähnlich zum LSD-Rausch ist, öffne ich die Kommentare unter diesem Video als Sammelpool zu Informationen zu dieser Substanz. Also postet hier sowohl Tripberichte als auch anderes Wissen,
was ihr über diese Droge in Erfahrung bringen konntet, damit Leute, die sich informieren wollen, auch die Kommentare zu Hilfe ziehen können. Und falls euch dieses Video zu kurz war, schaut euch noch diesen Gastauftritt von mir bei Cashless Crew an. Selbst wenn euch das Thema Geld nicht so interessiert, lohnt es sich einfach hart, diesen Channel zu schauen, weil die Special Effects in den Videos immer übertrieben geil sind. Abonniert diesen Kanal. Peace.